Gibt's da unten kein... Gibt's da unten kein Essen mehr? Offenbar. Okay, also der Spaßvogel hier ist da. Dann würde ich hier mal sagen, ist das überhaupt der? Ja, genau, das ist er. Dann würde ich zu dir mal sagen, hey, ich will 50 Tonnen Steine. 16 Tonnen Holz, das ist auch in Ordnung. Und dann düsen wir mal wieder nach unten. Da lang. Laden den Spaß da aus und dann können wir da noch ein paar Plantagen hinsetzen. Auch wenn wir die hier oben zu schon haben, ne? Aber hier hinten müssten wir ja unten lang kommen. Um halt auch wieder Kai und so. Müsste gehen, wir haben ja jetzt genug von dem Material. IN. So. Dann geht's wieder zu unserem Freund, der jetzt 741 Leute hat. Das würde ich komplett verkaufen. Das braucht er nicht. Das braucht er. Das braucht er. Das braucht er. Das braucht er. Und das braucht er nicht. Tabak kannst du nochmal haben. Zack. Also ich habe ja nur Tabak, Alkohol und Gewürze und vielleicht ein bisschen Erze, was ich ihm halt so bieten kann. Aber Erze brauche ich halt wirklich nur dann abholen, wenn ich auch genug Erze habe. Alkohol erholt sich, das ist schön. Also es ist nicht ganz hoffnungslos mit dem Alkohol bei mir. Da freue ich mich ein bisschen. Hätte ich beinahe den Weinbauer abgebaut. Das wäre nicht ganz so toll gewesen. So, dann muss ich hier mal gucken. Die Lebensmittel gehen zur Neige. Ja klar, weil er selber keine Lebensmittel mehr hat. Oh Mann. Okay. Eure Nahrungsvorräte. Ja, das habe ich festgestellt. Das ist halt immer genau das, wenn man sich auf andere verlässt. Und dann ist man einfach verlassen. Das ist einfach schlicht und ergreifend so. Du kannst dich nie auf andere verlassen. Das funktioniert nicht. Okay, wir würden da hinten natürlich die Lebensmitteldinger hinbauen, aber erstmal bauen wir hier die Kakaofabrik. Genau. Und dann kann der den Spaß noch abladen und dann würden wir den auf Tour schicken. Dann würde ich hier oben mal sagen. So, will ich dich gerade sortieren. Weil dann können wir hier oben nämlich sagen. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich weiß es doch. Es bringt nichts, daran rumzumäkeln. So. Ich kann halt wirklich sagen. Das würde gehen. Und hier vielleicht auch noch. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann will ich dich vielleicht mal ab... Ah, geht nicht. Stimmt, da war ja was.
Okay. Dann würden wir da vielleicht mal den da. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Soll er doch. So, das ist vielleicht alles gerade ein bisschen zu minimalistisch gedacht. Hallo Maus. Also irgendwie gerade nervt ein bisschen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das Volk soll auch kein Baumaterial bekommen, weil dann fressen sie mir wieder alles vom Kopf. So, hier können wir eigentlich theoretisch auch Nahrung bauen. Euer Volk hungert. Das habe ich verstanden. Das brauchst du mir nicht 15 Millionen Mal sagen. Zack. Zack. Dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sind jetzt 5. Ist mir aber auch gerade egal. Weil ich dann zu dir hier sagen würde, dass das gerade ein bisschen ineffektiv ist, juckt mich gerade wenig. So, hier brauchen wir eine. Brücke. So, ich hoffe, das passt. Kann jetzt natürlich sein, dass das einfach nicht klappt, was ich davor habe. Links und rechts. Es fehlt an Nahrung. Ich hab's verstanden. Ich arbeite dran. Und falls du es mir nicht glauben willst, ich arbeite dran. So. Also hier. Zack. Zack, 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 zack und zack. Dann würde ich da noch einen Bäcker hinsetzen wollen. Wo ist er? Ah, nee, ich brauche ja erst eine Mühle. Und dann müsste ich hier oben irgendwo einen Bäcker hinsetzen können. Das Mehl wäre dann ja... in der Nähe. So. Genau. Und das unten, hier unten, machen wir ja das gleiche. Halt in grün. Und da würde ich hier sagen, da kann es halt sein, dass uns die Dinge ausgehen. Die Baumaterialien, wie zum Beispiel Steine. So, dann würde ich hier sagen, eine Windmühle. Eine Windmühle. Euer Volk hungert. Wie oft willst du es mir noch erzählen? So, da muss ich nochmal einen Weg nehmen. Okay, also das braucht man nicht, den Weg brauchen wir nicht. Das ist gut, weil ich würde ungern die Wiese meinen Schafen rauben. Okay. Was wir aber brauchen, ist halt wirklich Steine. So, und dann würde ich hier ganz gerne sagen, du hier, gib ihm, braucht er nicht, gib ihm. Braucht er nicht. Aber den Rest braucht er. Und deswegen würde ich da wieder hochdüsen wollen. So. Okay.
Okay, den Spaß holt er sich. Backstube. Mehl haben wir nicht. Getreide. Ach, Korn wird jetzt gerade. Erst. Okay. Euer Volk hungert. Ja, mein Volk hungert. Todtraurig. So, da können wir eigentlich mal das Schiff checken hier. Das Schiff, das wäre ja die America. So. Das Holz brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, wir sollten hier vielleicht wirklich dahin düsen und die Lebensmittel rankarren. Und vor allem Steine mitnehmen. Also, wo ist die Amerika? Bleib hier bitte. Du hast keinen. Euer Volk hungert. Ich weiß es. Ich weiß es genau. So, dann würde ich doch da mal sagen, Tabak, Alkohol und Gewürze. Und dann kannst du mal erstmal hier rüber. Mein persönlicher Bedarf ist mir gerade wichtiger als der des, wie gesagt, also das ist wirklich einfach dieses Zeug, wo ich sage, Selbstversorgung ist einfach das A und O. Deswegen verlasse ich mich so ungern auf andere. Wenn man dann wirklich immer nur merkt, dann wenn es zu spät ist, dass einem was fehlt. Mal abgesehen davon, dass die hier natürlich total dämlich angeordnet sind. Habe ich genug? Ja, habe ich. Rinderfarm. So. So macht es viel mehr Sinn. Erhöht die Effektivität und so weiter und so fort. Der Bäcker ist am Arbeiten. Nahrung geht gerade so. Amerika ist wieder da. Amerika kann man reparieren. Ein Schiff wurde repariert. Das ist mir jetzt auch gerade egal. Und dann würde ich zu dir sagen, zack, 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 zack. Hier bitte Lebensmittel einsacken. Und hier bitte Lebensmittel aussacken. Und wenn es geht, zack und zack und go. Und die anderen bitte, würde ich die Lebensmittel wegschmeißen, weil die anderen zu langsam sind. Genau. Also bei dir Lebensmittel weg, die können noch raus. Aber der Rest bitte nicht mehr. So, und dann würde ich... Es fehlt an Nahrung. Ich weiß es doch. Ich würde nochmal gucken, andere haben jetzt auch keine Nahrung mehr. Das heißt, ich muss mir wirklich eine Nahrungsinsel machen, oder wie? Ich meine, da unten habe ich ja eine Insel, so ist es nicht. Okay, wir bauen uns noch ein Schiff. Wir bauen uns noch ein Schiffelein. Das soll uns gar gewogen sein. Oder irgendwie sowas. So, theoretisch könnte man da hinten halt auch noch ein bisschen, aber... Pups. So. Hier oben war das. Dann würde ich hier gerne mal ausladen. Den da. Dann würde ich hier ganz gerne mal sagen, Kai, du,
du. Und dann können wir hier nämlich sagen... Zack. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Okay. Habe ich hier sonst noch einen Platz? Nee, habe ich nicht. Deswegen düsen wir jetzt mit dir darüber. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt wirklich dafür sorgen, dass ich Nahrung bekomme. Und der holt sich halt das Gezuppe. Und da gibt es halt nichts mehr. Das heißt, der kann dann wirklich jetzt erstmal zu Hause bleiben. Und dann später die Nahrung von woanders holen. Und wir machen da unten jetzt wirklich eine Nahrungsinsel. Damit wir halt für uns die Versorgung sichergestellt haben. So. Vom Layout jetzt nicht ganz so dralle. Aber es ist jetzt halt so. Es fehlt an Nahrung. Weiß ich. So, ich mache jetzt wieder eine Radikalkur. Bis der da ist. Mein Freund. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Schon wieder. Wusste ich gar nicht, dass ich sowas gemacht habe. Wahrscheinlich wieder ein großes, weil ich ein Nahrungsschiff haben wollte. So, du darfst dich reparieren. Du da unten kommst vielleicht bald mal. Schiffsreparatur beendet. Bald mal an. So. Nahrung. Immer noch Mangelware. Okay, das reicht offenbar nicht. Dann würde ich hier vielleicht mal sagen, machen wir wirklich eine Weberei. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen ineffizient. Okay, und hier, die ist scheinbar wirklich unnötig. Der geht immer nur zu dem da, ne? Die ist wirklich auf 5%. Ne, gut, dann ist die unnötig, dann können wir die wirklich abreißen. Macht dann wirklich wenig Sinn. Ist jetzt halt so. So, sind wir hier. Würden wir das Baumaterial hier ausladen, das da und das da. Den Rest, es fehlt an Nahrung. Können wir hier hochfahren, das habe ich verstanden. Wie auch... Wie oft du mir das noch sagen willst, bleibt mir ein Rätsel. So. Okay. Also, hier. Wer das... Also gut. Hier einmal. Zweimal. Und dann würde das ja bedeuten, dass ich hier einen Weg runter brauche. Da ist das Feld. Ne, da ist das Feld. Brauche ich hier einen Weg runter. Und dann brauche ich da eine Windmühle. Wo ist sie? Da ist die Windmühle. Die muss ja jetzt genau zwischen den beiden liegen. Und dann kann man hier einen Weg reinmachen.
So, und dann wäre das hier oben ja ähnlich. Zack. Zack. Und dann würde ich da auch sagen, Windmühle. Ich dachte, die Windmühle war pro 2. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ich meine ja. Weil die hier müsste jetzt fast voll ausgelassen. Ja, die ist halt nicht voll ausgelassen wegen dem Weg. Der hat natürlich einen Weg dahin. Aber sonst wäre ja zu der da hinten auch gegangen, wenn das nicht gereicht hätte. Deswegen... Ich meine, wir können es ja mal probieren, dass wir sagen, hey... Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Geht der dann da hoch? Nein, tut er nicht. Ah, tut er doch. So. Dann würde ich mal hier sagen... Weg hierher. Bis hier. So. Eine Tonne Nahrung. Da ist die Frage, wie schaut es jetzt mit der Auslastung aus? 82%. Geht er wirklich auf 4? Ich glaube nicht. Ich glaube das echt nicht, dass der auf 4 geht. Aber wie gesagt, die hat er jetzt sehr gemacht. Der ist jetzt langsam voll. Apropos, da fehlt noch einer. Den da. Das ist 70, das ist 94, das ist 90, das ist 92. Nee, für mich sieht das nicht so aus, als ob der das macht. Für mich sieht das wirklich so aus. Wie viel Prozent ist der? 73. Nee, für mich sieht das wirklich so aus, als ob... das heißt, ich mache hier nochmal den da weg und den da weg und den da weg und... den da weg und dann kommt da wieder eine Mühle rein. Das war jetzt halt ein Experiment. So, da kommt eine Mühle rein. Was fehlt mir? Holz fehlt mir. Okay. Dann würde ich jetzt hier Holz nehmen wollen. Holz, Stein, Werkzeug. Und dann düsen wir wieder darunter. Und wenn der das hat... So, wir schauen nochmal. Nahrung geht so. Haben wir für den schon die Nahrungsroute gesetzt? Nein. Also würde ich hier sagen Nahrung. Würde ich hier sagen zack, zack. Nahrung ausladen. Wieso holt die jemand? Wer holt die? Wahrscheinlich schon mein Schiff. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Wer holt meine Nahrung? Ich habe keine Ahnung, wer meine Nahrung holt. Das ist unglaublich. So, dann würde ich hier aber auf jeden Fall die Baumaterialien ausladen, die ausladen und das da ausladen. Mühle wollte ich eine hinbauen. Mühle hier. Und es holt niemand meine Nahrung. Ich habe noch keine. Fällt mir nämlich gerade so ein. So, ich habe Mehl. Das heißt, ich kann hier neben einen Bäcker bauen. Einen Bäcker. Euer Volk hungert. Habe ich verstanden. So,
Und hier neben können wir von mir aus noch einen Bäcker bauen. Und dann können wir hier oben, wo habe ich dich? Da einen zwei. So. Und dann würde ich da ganz gerne, also einmal, wo habe ich's? Zack, zack. Da einen und da einen. Dann kann da auf jeden Fall eine Windmühle dazwischen. Und zwar muss sie so dazwischen, dass das halt genau beide abdeckt. Jetzt fehlt schon wieder das Holz oder wie? Zack. 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 Gut, also noch einmal Handwerksbetrieb, zack, Holz. Also, der muss oben sein, der ist... Ah, die sind ja aus der gleichen Ecke. Das wird sogar passen dann. Dann können wir hier jetzt den Stein nehmen. Dahin tun. Hier kann man einen Kai bauen. Und dann können wir hier sagen, so. Okay, das würde passen. Und dann würde ich zu dir mal sagen, jetzt haben wir hier ein bisschen Nahrung. Nicht viel, aber ein bisschen. Können wir dich nochmal ausladen. Und dann können wir dich mal auf schicken. Dann versuchen wir mal, die Hungersnot bei uns zu Hause ein bisschen zu lindern. Weil erst, wenn wir die im Griff haben, dann macht es wieder Sinn, unserem Freundchen hier auf die Sprünge zu helfen. Davor ist es mäßig sinnvoll. Braucht Werkzeug, Tabak und Holz und Alkohol. Alkohol können wir ihm nochmal geben. Tabak können wir ihm nochmal geben. Aber Werkzeug und Holz nicht. Deswegen würde ich da jetzt eigentlich mal wieder nach Hause fahren wollen. Und bei der Gelegenheit würde ich eigentlich auch das Holz ausladen wollen. So, wir können auch nach dem Rest gucken. Dem Restbedarf. So, der hat jetzt Lebensmittel abgegeben. Wie gesagt, der Bedarf reicht hinten und vorne nicht. Noch einen hoch. Genau. Eins. Eins. Zwei. Drei. Das würde mir reichen. So. Da. Also er müsste auf dem Niveau sein. Dann können wir nämlich hier jetzt sagen, zack, zack. Eins. Und eins. Mühle. Haben wir wieder nicht genug Holz. So, dich würde ich jetzt aber vorher abgeben wollen. Gehen wir dich hier komplett ab und dann kannst du wieder auf Reisen gehen. Bei dir würden wir sagen, wir sammeln dich mal komplett ein. Wir sammeln dich komplett ein. Du kannst wieder komplett zurück. Wir können dich komplett einsammeln. Dann kannst du hier nochmal...
Du hier nochmal. Was ist mit Alkohol? Du hier nochmal. Kannst nochmal komplett zurück. Du kannst nochmal komplett zurück. Und dann würde ich nach unten düsen. So. Dann müssen wir da wieder Holz abgeben. Wir können eigentlich mal einen großen Kontor hinbauen. Wenn wir das denn könnten. 4. Zu viel. Vier. Auch vier, ne? Ne, 7 sogar. Was ist hier? 4. Okay. Wenn wir da sind, können wir es machen. Wie gesagt, also deswegen mag ich es halt wirklich einfach, das Zeug selber zu haben und mich nicht... So, bleib mal hier bitte. Ich würde ganz gerne die Steine abgeben. So, und jetzt kannst du weiterfahren. So. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich weiß es, ich arbeite dran, das wird alles gut. Alles wird gut. So. Den will ich weghaben, den will ich weghaben, den will ich weghaben. Und dann wollen wir hier jetzt mal wirklich sagen, also ich will hier einen großen Konto haben. Damit ich halt wirklich auch Zeug ausladen kann. So, Werkzeug. Holz bitte. Und Steine auch. So. Und dann will ich jetzt hier bauen und zwar endlich eine Mühle. Pam. Und dann kann man hier nämlich... sowas sagen und dann können wir hier den Zeug darüber ziehen. Von mir ist auch so weit. So. Und dann können wir hier mal gucken. Kriege ich dann nochmal einen rein? Müsste eigentlich klappen, oder? Also, hier hätten wir noch ein Feld. Also, das wäre ja quasi von hier. Ja, das schaffen wir hier oben nicht mehr, aber hier vielleicht. Also wir können ja quasi hier eine Mühle hin tun. So, und auf die Seite schaffe ich hier noch... Ja, hier schaffe ich noch zwei, oder? Nee, auch nicht. Ich einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee, schaffe ich nicht. Das heißt, den nehme ich und dann schiebe ich hier noch einen rüber. Und kann den... Ja, komm, so machen wir das. Und dann würde ich halt hier sagen, du und du. Und dann wäre das der da und der da noch weg. Und dann kann hier wieder eine Mühle hin. Mühle. Pam. So, und dann können da noch ein paar Steine hin. Legen wir so ein paar Steine auf den Boden. Okay. Also eigentlich können wir für die Wegen die Straße auch komplett durchziehen. Gut, dann würde ich eigentlich fast wieder nach Hause gehen wollen. Ich denke, das sollte jetzt meinen Bedarf an Gemüse erstmal decken. Nahrung gibt es nicht. So, dann kann ich dich jetzt wirklich wegwerfen. Jetzt sagst du mir, Stoffe gehen jetzt auch zur Neige.
Warum? Weil ich Stoffe irgendwo eingekauft habe. Da vielleicht. Da. Da. Oder da. Okay. Also, wir düsen nach Hause. Und wir gucken mal, was unser Kompare so möchte. Er hat Stoffe. Aber er hat schon fast genug Einwohner. Jetzt versorgen wir noch ein bisschen und dann ist die Sache erledigt. Wobei die letzten paar hundert echt immer das Problem waren. Aber wie gesagt, die Sache mit den Stoffen, die ist so ein bisschen... Wir können jetzt wirklich halt sagen, okay... Von mir aus hier, zack. Nimm nochmal Lebensmittel. Es gibt keine Lebensmittel, aber nimm die. Und hier. Und ich will alles haben. Und ich will wirklich alles haben. Und ich will wirklich alles ausladen. Und jetzt leg mal los. Wie gesagt, es geht hier jetzt wirklich darum, den Bedarf zu decken. Einfach zu verhindern, dass wir jetzt wirklich krepieren. Wie elendige Kretins. Und dann hätten wir die Geschichte auf jeden Fall erledigt. Wir sind zurück. Das heißt, Holz, Werkzeug, Steine, Tabak, Gewürze, Alkohol, mehr habe ich nicht, kann er aber haben. Und er wächst und gedeiht und das ist einfach traumhaft. Weil da haben wir unsere Mission bald erledigt. Mixer Kakao kriegt er von uns. Tabak kriegt er von uns. Alkohol kriegt er von uns. Werkzeug kann er von uns haben. Erze hätte ich jetzt auch einpacken können. Ist jetzt halt ein bisschen zu spät. Theoretisch können wir das aber auch noch machen. Dass wir hier halt wirklich sagen... Lad doch mal aus Erze und lad doch mal ein Erze. Genau. Dann kriegt er die halt und wird peu à peu damit verfolgt, versorgt. Ich meine, mehr als ich hat er ja eh nicht. Also, Erze ist er ja andauernd am Nachfragen und mehr als ich ihm bieten kann, habe ich ja eh nicht. Also. Seine Nachfrage ist höher als das, was ich ihm bieten kann. So rum will ich sagen. Insofern ist die Sache eigentlich ziemlich einfach und ziemlich erledigt. Wir können jetzt wirklich den Spaß da rausschmeißen. Den hat er, den kann er haben. Da braucht er nichts. Das kann er haben. Das kann er haben. Holz kann er auch noch haben. Und dann schauen wir mal, was er sonst noch so braucht. Gold und Gewürze schon wieder. Okay, wir versuchen weiter seinen Bedarf zu decken. Wie gesagt, die Sache mit dem Gold und so, dieses Hochpriori-Gedönse, das gibt's halt nicht bei mir. Ist auch für den Abschluss der Mission meiner Meinung nach nicht erforderlich. So, wir speichern nochmal. Wir haben unsere Lebensmittelversorgung wieder sichergestellt, glaube ich. Ja, sie kommt jetzt langsam wieder hoch. Darf halt keine Dürre geben oder sowas. Kakao kriegt er. Gold könnten wir jetzt theoretisch abbauen. Wenn wir das wollen würden. Kann man ja spaßeshalber mal machen. Baumenü, Goldmine. Ja, Goldmine, genau. Was fehlt uns? Werkzeuge fehlen uns. Das ist jetzt aber ein Hackmack, den will ich gar nicht treiben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen lasse ich das auch. Steine hat er noch, Werkzeuge kann er haben. Alkohol hat er noch.
Gewürze kann er haben, Holz kann er haben. Stoffe holen wir uns. Genau. So. Kakao kriegt er ja. Bäckerei funktioniert mäßig gut, weil das Mehl direkt weg ist. Aber es wird verbraucht, okay. Gut, das geht schon irgendwie. Wir kommen zurecht. Mehr oder minder gut. Werkzeuge hätte ich halt gern so ein bisschen. Gibt's halt nicht. Auf jeden Fall so. Dann Gewürze. Alkohol haben wir noch. So. Die 7 Tonnen Alkohol. Das wird lustig. Tabakwaren sind hier eigentlich ziemlich gut bedient. Holz würde ich noch mitnehmen. Steine haben wir noch drüben. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich ihm sonst noch bieten sollte. So, wir düsen nach Hause. Nach Hause. Zu unserem Lebenspartner. Nein, zu unserem Leidensgenossen. Zu unserem Compadre. Zu unserem Bündnispartner. Dem wir alles Mögliche in den Arsch schieben müssen, damit wir diese Mission abschließen können. So, ich würde gerne noch mal ein bisschen speichern. Wir könnten natürlich, wenn wir extra Inseln gehabt hätten. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Dann könnten wir natürlich so lustige Sachen machen wie. Okay. Das ist ja ein Vollidiot, ey. Gerade hätte ich es da gehabt. Gewürze, Alkohol, Werkzeuge, kann er alles haben. So, also. Alkohol, Gewürze, Tabak, Werkzeuge, Holz. Gewürze. Okay. Also, wie gesagt, Stoffe wird halt echt Mangelware. Okay, jetzt gerade nicht. Aber so prinzipiell. Schon irgendwie. Interessiert mich aber auch gerade nicht sonderlich. Ich hoffe einfach nur, dass ich die Zeit überdauere. Er seine 1000 Einwohner hat und dann sind wir ja eigentlich wieder fein raus. Und dann können wir uns wieder um unsere Probleme kümmern, die dann garantiert ein bisschen mehr mit anderem Gesochse zu tun haben werden, als es jetzt momentan der Fall ist. Und die letzten paar Gezuppel-Leute, die ziehen sich echt immer. So, wie gesagt, wir müssen ihm eigentlich meiner Meinung nach gar nicht alles geben, was er so braucht. Okay, ich würde ganz gerne wieder Holz holen gehen. Wie gesagt, die Sache ist einfach wirklich die, dass man sich halt wirklich auf ihn verständigen muss und sein Leben quasi auf ihn reduzieren. Oder seine Existenz. Wie gesagt, ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht, mich um andere kümmern zu müssen in diesem Spiel. Ich mag es überhaupt nicht, von anderen abhängig zu sein. Ich mag es eigentlich am liebsten, wirklich Selbstversorger in anderen zu sein. Einfach alles selber herstellen zu können. Das ist mir persönlich am sympathischsten. Ansonsten, ja,
man lebt halt. Wir können mal nach den Lebensmitteln gucken. Wie gesagt, die Stoffe sind auch so ein bisschen an... Lebensmittel erholen sich jetzt langsam wieder. Alkohol klappt so ein bisschen. So. Dann würde ich da Holz nochmal einladen wollen. Tabak, Gewürze, Alkohol, das hat man alles noch. Ansonsten kümmert sich meine Patrouille drum. Wobei Patrouille definitiv der falsche Begriff ist. Was hätte ich ihm sonst noch anbieten können? Werkzeug, ja. Gold könnten wir ihm geben. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich wirklich nicht wirklich Lust, da unten diesen Hackmeck zu treiben. Und ihr seht's ja, also die Bevölkerung, die wächst auch so. Das ist jetzt halt wirklich nur, wir müssen es absitzen und ich glaube, das machen wir gemeinsam. Ich meine, ich kann jetzt natürlich auch sagen, okay, hey, hier mache ich einen Cut, bis wir es gemacht haben. Aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, sondern wir haben jetzt halt wirklich einfach den Punkt, wo wir gemeinsam durch müssen. Und ich finde also, gerade im Vergleich zu den vorherigen Spielen, läuft gerade viel besser. Ich meine, klar, es zieht sich ein bisschen, aber so ist das halt. Aber wenigstens sind wir an einem Punkt. Interessanterweise lassen uns hier die Piraten in Ruhe. Toi, 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 Klopf auf Holz und so. Kannst du haben? Kannst du haben? Kannst du haben? Kannst du haben? Brauchst du nicht? So, dann würde ich dich mal zur Seite dödeln. Gut. 974, 75. Boah, das ist echt spannend. Wann wird der Countdown zu Ende sein? Also eigentlich ist es überhaupt nicht spannend. Eigentlich ist es eher ätzend. Auf diese letzten Zahlen warten zu müssen. Wie gesagt, ich bin froh, dass die Piraten uns ein bisschen in Ruhe lassen bisher. Freibeuter lauern euch auf! Ja, gerade habe ich es gesagt gehabt. Und ich sehe es genau. Ich lade jetzt meine Stoffe nicht aus. So, bitte hier bleiben und reparieren. Schiffsreparatur beendet. Okay, du bleibst jetzt erstmal da. Und dann schauen wir hier mal, was wir hier noch verkaufen müssen. So, brauchst du Erze? Gerade ist er nicht an Erzen interessiert. Gewürze und Werkzeuge. So, dann könnten wir dich eigentlich mal Werkzeuge holen schicken. Habe ich überhaupt Werkzeuge? Ja! Also wie gesagt, die Sache mit den Werkzeugen, die ist so ein Nullsummenspiel. Wir kaufen die ja für 105 ein. Werkzeug, wo ist es? Wir kaufen die ja für 105 ein und er hier, ihmchen, der kauft die ja auch für 105. Also, wie gesagt, das ist bei uns so ein bisschen ein Nullsummenspiel. Aber wir erledigen das halt einfach, damit die Sache auch erledigt ist. Gut, gut, gut. Freibeuter lauern euch auf. Ja, ist ja jetzt in Ordnung. So, den Scheiß, den könnten wir eigentlich mal über Bord werfen. Keien. Wie man hier sagen täte. Was wollte ich denn? Werkzeug wollte ich haben, ja. Zack. Holz kann man auch mitnehmen. Steine habe ich noch. Alkohol habe ich noch. Das heißt, das würde ich jetzt erstmal so belassen, wie es ist. Und dann da wieder runterdüsen. In der Hoffnung, dass er nicht übertriebene Wünsche äußert. Jetzt gerade plötzlich. Wir können nochmal hier hingehen. Und die Stoffe ausladen.
und dann vielleicht auch mal wieder auf Tour gehen. Aber Erze braucht er selber gar nicht mehr so viele. Was holst du? Nix. Du gibst einfach die Kakao-Gedönsen-Dingerns ab. Wobei er an denen gar nicht mehr wirklich interessiert ist. Gut. Das ist dann der Spaß. Jo, was soll ich sagen? Also, im Endeffekt warten wir jetzt halt wirklich bloß auf die Zeit. Ich zähle hier oben so ein bisschen runter. Ich hoffe halt wirklich, dass ich bei ihm nicht für... Ja gut, ich meine, er hat auch genug Kaufleute. Also die Sache mit den Kaufleuten ist nicht so das Drama, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn du halt diese Bevölkerungsgruppe hast, dann ergibt sich das mit den Kaufleuten schon fast von ganz alleine. So, der bräuchte noch Alkohol und Gewürze. Und wir haben eigentlich schon gewonnen. Fast. Ich meine, wir könnten... So, das war die Karte, das Bündnis. Wir können jetzt theoretisch nochmal angucken, ob wir ihm zu mehr Vermögen verholfen haben als uns. Der gelbe Spieler war das, ja. Der hatte 10.000 am Endeffekt. Ein Dorf, 500 Punkte, 1.000 Untertanen. Zufriedenheit 2. Barvermögen 10.000. Besiedelte Inseln 1 und so weiter und so fort. Wir hatten den Status 4. Wir hatten 1.168 Untertanen. Wir hatten Zufriedenheit 3. Wir hatten 173.000. Dann am Endeffekt 4 besiedelte Inseln und so weiter und so fort. Wie schaut es denn bei denen aus? Das sind 3. Also die haben 2.800 Punkte, ich habe 11.000 Punkte, wir haben 3.300 noch irgendwas Punkte und so weiter. Gibt es eigentlich irgendwie einen Missionsbonus? Ja, 100% haben wir erreicht. Deswegen haben wir auch so viele Punkte, sonst hätten wir nur 6.000. Nicht mal. 5.800. Ungefähr. Aber selbst dann hätten wir noch immer alle besiegt. Gut, also das war die Mission, das Bündnis. Ich bin Gottes froh, dass ich die geschafft habe. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich zuvor schon einmal war, vor Jahren. Ab jetzt ist es wieder blind für mich. Soweit ich es weiß, weil wir gehen mal zum Hauptmenü, Einzelspieler. Ich bin der Meinung, jetzt endlich kommt die Piratenplage. Aber der widmen wir uns erst in der nächsten Aufnahmesitzung. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Und auf Wiedersehen. Ich habe jetzt gerade hier ein bisschen gestockt, um zu überlegen, ob ich euch irgendwas super duper tolles an den Kopf knall. Also was für eine super tolle kreative Verabschiedung ich mir ausdenken soll, aber nichts dergleichen. Wie gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch was, cheerio mit euch und auf Wiedersehen. Ciao.